Also wenn es interessiert, mal wieder, ich mache mal wieder einen Ausflug. Und zwar fahre ich jetzt nach Salzgitter-Hallendorf. Da war früher ein Arbeitserziehungslager zu damaligen Zeiten, ja, zu den Nazi-Zeiten. Und jetzt schaue ich mir jetzt mal genauer an, was da noch übrig ist davon. Wen es interessiert, wie immer, einfach dranbleiben und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich befinde mich gerade auf dem Friedhof, wo die ganzen Opfer von dem Arbeitslager beerdigt worden sind. Und genau gesagt 857 Opfer liegen hier begraben. Also das Lager 21 ist gar nicht einfach zu finden. Man hat mir jetzt gesagt, ich muss in Hallendorf Richtung Sportplatz fahren und dann am Sportplatz zu den Bahnlinien. Und jetzt, wo ich die Bahnüberführung sehe, muss ich theoretisch den nächsten Feldweg links rein. Ja? Und da sollte dann der Eingang zum Lager 21 sein. Also jetzt mal nach langer Suche, ich wäre schon fast wieder umgedreht, weil ich keine Lust mehr hatte. Man sieht hier hinter mir den Schacht Konrad. Ja. Schacht Konrad ist da, wo das Atommülllager jetzt gemacht wird. Und jetzt entdecke ich auch schon hier den ehemaligen Eingang zum Lager 21. Also, wenn man es nicht weiß, dann findet man es auch nicht so einfach. Ja? Okay. So, dann gehen wir mal zum ehemaligen Lager 21 rein. Mal sehen, was sich da noch alles so befindet, beziehungsweise die Reste, was man noch auffinden kann. Ja, hier vor mir sieht man noch ein paar Fundamente. Das Ganze wurde hier schon sehr gut aufgeräumt. Hier hat man noch ein paar Überreste. So, Challenge. Jetzt habe ich meine Taschenlampe im Auto vergessen. Und jetzt wird es mal hier spannend. Ja, also schöner Fund. Ich bin im Lager 21. Und den Bunker würde ich jetzt mal gerne erforschen. Mal sehen, wie weit ich komme ohne Lampe. Wenn nicht, muss ich nochmal zurück zum Auto meine Taschenlampe holen. Bevor ich da reingehe, ich werde meine Taschenlampe holen, ist zu dunkel und ich werde mir auch noch ein bisschen so eine Plastikhose anziehen, weil ich habe mir gerade neue Jeans gekauft. Weil ich jetzt keinen Bock, dass ich da total dreckig werde. Ich bin jetzt schon einen halben Meter in dem Bunker drinnen. Man sieht auch schon ein bisschen was. Ja, gehen wir mal weiter. Hier kann man schon wieder fast aufrecht gehen. Ja. Okay. Ich hoffe, das Zeug hält jetzt noch so lange. Ich würde gerne hier wieder rauskommen und hier drin bleiben. Mal den Bunker erforschen. Okay. Ein Riesending hier. Mitten im Wald. Mir ist schon ein bisschen mulmig hier. Aber mein Gott.
Ja. Mhm. Ich glaube, hier war noch mal ein Ausgang, der ist zugemacht. Okay. Nee, also ich bin jetzt nicht so scharf drauf, hier drin zu bleiben. Ich bin froh, wenn ich wieder rauskomme. Und das reicht mir dann auch. Ein bisschen mulmig hier drinnen. Muss nicht sein. Ah, ich habe gerade so einen fiesen Beton-Ding hier reingerammt. Da habe ich nicht gesehen im Dunkeln. Oh, fuck it. Ah. Oh. Gehen wir wieder raus. Ich glaube, bluten tue ich auch. Hat sich ja wieder gelohnt. Mal sehen, was ich am Kopf habe. Wenn ich das so sehe, habe ich jetzt eine richtige Kopfverletzung. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich gar nicht so desinfizieren dabei. Ist auch toll. Sollte man manchmal dabei haben. Also mein Fazit zum Lager 21. Man sieht zwar, also man sieht den Friedhof. Man sieht, wo die Menschen begraben sind. Man sieht Betonreste im Wald. Man sieht einen Bunker. Man sieht Splitterschutzbunker. Aber im Prinzip sieht man nichts mehr, ja, von dem, was da alles mal stattgefunden hat. Naja, ob es gelohnt hat, wer weiß. Auf jeden Fall tut mir der Kopf jetzt weh. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.